Recht herzlich willkommen zur Folge 101 von Simotrans. Laden wir unseren Spielstand und ich bedanke mich schon mal recht herzlich für die Glückwünsche zur 100. Folge. Und auch Mr. Chef hat mir geschrieben, warum hier der Zug da immer leer fährt. Ja, ganz einfach, ne? Hat er vollkommen recht. Da ist ganz einfach das Beladen deaktiviert. Jetzt, da steht er, glaube ich, oder? Nee, der ist es nicht. Das muss noch ein anderer sein. Ich glaube, der fährt ja auch hier unten zum Dingens hier, zum Hafen. Da ist er. Nicht beladen, ganz einfach. Dann lädt der auch wahrscheinlich wieder. Ob das so ist, weiß ich jetzt nicht, aber wir werden es ja jetzt gleich sehen, ne? Machen wir mal schneller. Okay. Ist gerade was blockiert, aber da fahren sie wieder. Gut, das geht alles. Und jo, er steht und wird auch beladen. Alles klar. Jetzt blockiert er natürlich den Bahnhof dadurch. Aber da fahren die anderen ja auch schon und das wird auch schon was werden, ne? Einer muss da noch durchkommen. 145 Tonnen Gasbetonsteine für den Baumarkt. Jo. Da steckt einer fest. Machen wir mal langsamer. Gucken wir mal, wo der feststeckt. Aha. Wer steckt jetzt hier fest? Das ist genau am Potsdam-Waldhafen. Ja, der steckt fest, weil der hier wahrscheinlich nicht rausfährt, ne? Was haben wir denn hier für einen? Das ist der Bahnhof. Und da haben wir Öl. Da fehlt ein Schiff. Köln-Raffinerie. Fahrplan. Köln-Raffinerie. Potsdam-Waldhafen, Köln-Raffinerie. Okay. Die ist hier, ne? Genau. Und da soll der hinfahren. Die sind im Endeffekt ja eigentlich auf diesen Abstellgleis sowieso so organisiert. Und der ist da auch auf dem Abstellgleis. Also das blockiert ist in Anführungsstrichen halb so wild, weil das gehört dahin. Einzige, was da natürlich nicht jetzt so richtig ist, dass hier, ne? Der Bahnhof so vier Felder nur lang ist, da können wir das dann auch umbauen, dass da längere Züge Platz finden. Aber ja, das behalten wir gerade mal im Auge. Ich wollte aber jetzt erstmal hier hinten noch weiter gucken. Kurz, was hier Sachlage war. Okay, hier hatten wir ja, dass die alle drei Gleise jetzt benutzt werden. Nur der Zug hier, die sind natürlich auch alle etwas kurz. Hier unten ging es noch um die Kohle. Wie läuft's hier? Der ist bestimmt bombig voll. Ist er auch. Dafür sind die dann alle leer. Na, da wird sogar produziert. Die anderen beiden Kraftwerke haben auch Kohle und der hat auch Kohle. Es sind alle Kohle. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ich habe damit gedacht, dass da irgendwo Kohle fehlt. Wie sieht's denn hier mit der Kohle aus? Ja, die ist weg, oder? Gasbeton, Sand und Eisenerz. Da ist jetzt der Zug, den wir eingesetzt haben. Ist es der? Ja, der ist jetzt in Anführungsstrichen dann über, ne? Lass mal gerade einmal schnell laufen, gucken. Ja, der fährt jetzt durch und belädt nicht mehr. Dann schicken wir den mal gerade zum Depot und lassen den da erstmal ruhen. Dann warten wir natürlich noch ab, was hier passiert in Richtung dem Zug, der dann da entlädt. Weil es wurde ja zwischengelagert, ne? Da ist jetzt einer reingekommen. Und der hat jetzt keine Kohle hier abgesetzt. Obwohl er das ist, ne? Ich glaube schon. Der fängt jetzt die Kohle ja fürs Zementwerk. Ne, die fordern ja Kohle und da jetzt nicht genug ist, liefert der auch nur Kohle an wahrscheinlich. Dann passt das eigentlich. Gut, okay. Dann können wir das erstmal so lassen. Ich glaube, das war jetzt der ins Depot fährt, oder? Ja. Dann ist das auch erst okay. Den können wir so lassen. Den Bahnsteig haben wir also von Kohle oder den Bahnhof haben wir von Kohle befreit. Das ist gut so. Hier sieht es ja auch prima aus, ne? Gasbetonsteine sind reichlich da. Die müssten mit dem Schiff rübergebracht werden. Das bedeutet, das Schiff, was hier die Gasbetonsteine rüberbringt, ist da.
Ist es das? Das ist die Frage. Müssen wir mal gerade gucken, ne? Einmal kurz schneller, dann wissen wir es. Ne, das steht gar nicht da, oder? Wo ist es denn jetzt? Ah, dahinter hat sich's versteckt. Einmal bitte gucken. Köln-Wald Bahnhof. Na, das fährt gar nicht dahin, oder was? Das ist ein anderes Schiff, was das sein sollte dann. Kann sein. Gucken wir mal. Das ist der Bahnhof unter Details. Und dann müssten wir hier Motorschiff Gasbetonsteine haben, ne? Da fahren sogar zwei. Und das eine hat auch so viele Gasbetonsteine drauf. Genauso wie das hier auch. Ja, ist dann die Frage, ob es da was Größeres gibt, ne? 200 Paletten. Wo ist Dresden? Da ist Dresden. Hat sich da schon schiffstechnisch was getan? Ja, das ist hier ein Stück gut, ne? Ja, da 600 Paletten Stück gut. Das heißt, die beiden ausmustern und da einen mehr hin, ne? Gut, das heißt zum Depot den nicht, weil der gerade voll ist, aber der zum Depot. Und der ist schon unterwegs dann. Und der muss nur entladen und dann geht er auch zum Depot. Und dann werden wir jetzt hier in dem Depot schon ein neues Schiff holen. Auf MS Gasbetonstein drauf. Wo ist es? War das doch da oben? Ja, es war da oben. Und ja. Und kann auch starten. So, ein Schiff bringt dann mehr wie die beiden. Jetzt stellt sich die Frage gerade. Ja, die fahren beide voll darüber. Und das ist ja hier gewesen. Haben wir den Bahnhof wahrscheinlich offen gehabt? Nein. Nee, das ist auch gar nicht. Das ist jetzt der Zug. Das hier ist es ja. Aber Osnabrück, Gasbetonsteine, Baumarkt. Ist das schon wieder hier? Einmal die Karte bitte. Einmal zum Baumarkt, der war hier irgendwo. Sehe ich ihn auch hier? Ich glaube, das ist er, ne? Und die Koordinaten 46 217, 46 217, das ist der oberste hier. Aber wir haben noch 117 72. Ja, der bringt das dann hier oben irgendwo hin, ne? War das der? 117 72, das ist der Baumarkt, super. Ja. Da liegen dann immer noch welche und stellt sich die Frage, wer liefert hier jetzt? Der ist nicht, sondern hier auf das Frachthof, auf den Frachthof. Und dann da rein bitte einmal. Und dann haben wir LKW, Gasbetonsteine, Waldhafen. Jetzt die Frage, wo kommen die weg, ne? Die kommen, denke ich mal ja. Oh oh. Güterzug Gasbetonsteine, das ist der. Güterzug Gasbetonsteine, der. Wo ist der? Der ist da. Die bringen das von da hinten. Okay. Die liefern bis hier. Machen wir das zu. Das machen wir auch zu. Das auch zu. Das ist auch zu. Okay, wenn die Gasbetonsteine werden bis dahin geliefert. Und wie bringen wir sie dahin? Das ist ja ein relativ weiter Weg, ne? Wo ist er? Hier ist er.
Die werden dann, ich glaube, nach hier gebracht, ne? Nach Osnabrück Nord. Ja, mal kurz Osnabrück Nord aufgucken. Gasbetonsteine, Baumarkt 100, das ist der. Wer nimmt die jetzt mit? Gute Frage, ne? Details. 7.994 Gasbetonsteine liegen da. Das kann nicht sein. Das ist ja, glaube ich, Papier oder sowas. Ne, ne, Stahl. Der nimmt kein Stück gut an. Wer fährt denn hier vorbei mit Stückgut? Papier, Papier, Holz, Holz. LKW, Baumarkt. Motorschiff, Stahl, Papier, Süd. Gasbetonsteine, Sand. Das ist Schüttgut, Schüttgut. Zement ist... wie heißt das? Was ist das? Auf jeden Fall nicht Stückgut. Bretter, Holz, Möbel. Möbel ist Stückgut. Dieses Schiff ist ein Stückgutschiff. Das wartet da. Und das bringt dann die Paletten dorthin. Wahrscheinlich. Richtig? Gucken wir mal, ob hier welche liegen. Da liegen 200 Tonnen Gasbetonsteine. So, und wer nimmt die von da aus denn dann bitte schön mit? Möbel Darmstadt. LKW Möbel, Chemie, Apotheke. LKW Farbe. Ja, da sind ganz viele mit Stückgut. Darmstadt Buchhändler, Betriebshof, Dresdner Siedlung. Jetzt ist die Frage. Der Baumarkt ist hier oben, ne? Der Frachthof vom Baumarkt. Das geht zum Depot. Gut. Das ist der erste Hafen. Gut, den lassen wir jetzt gerade so. Hier wird hingeliefert, definitiv. Und wie geht's von da aus weiter? Das ist die Frage. Darmstadt Buchhändler, das ist Stückgut. Und wenn der Darmstädter Buchhändler... Nee. Einmal da bitte. Der Buchhändler ist hier irgendwo, ne? Da. Aber hier sind doch keine Gasbetonsteine angekommen, oder? Nee. Gut. Dresden Südsiedlung Hafen. Liegen da Steine, Gasbetonsteine. Stein, aber nicht Gasbetonsteine. Das ist es auch nicht. Darmstadt Druckerei Betriebshof. Das ist da oben. Hier werden ja wohl keine Gasbetonsteine hingekommen sein, ne? Nein. Darmstadt. Ah, das ist, ja, Darmstadt H wird angeliefert. Haben wir da schon LKW draufgesetzt gehabt, oder was? Das wäre jetzt ein Ding, ne? Stahl Darmstadt, Bretta Schwerin, Gasbetonsteine Potsdam. Okay, der ist im Depot angekommen. Fahrplan. Potsdam Sandgrube. Darmstadt. Ah, die Sandgrube ist da und stellt sich hier. Ja, da sind die Gasbetonsteine, ne? Ne, das ist fürs Gasbetonwerk über Mainz Gasbeton. Oh Mann, ey.
Das ist nochmal verdammt eine Krux. Wo ist jetzt das Fenster? Das kann schon mal zu. Weil die Gasbetonsteine sind ja schon mal irgendwo hier hingekommen. Wo ist das jetzt? Hier nicht, ne? Da will ich nicht hoffen, dass die da sind. Das war woanders. Hier war das, oder? Hier sind die Gasbetonsteine hingekommen. Zup. Da sind sie, genau. Und jetzt müssen wir... Mach das mal zu. Waldhafen, Köln-Waldhafen. Ja, das ist er doch hier, oder? Öl, Farbe ist Stück gut. Aber es ist ein Schiff. LKW-Farbe. Der fährt von hier aus bis zur Druckerei. Der nimmt die bestimmt nicht mit. Nein, Apotheke. Da müssen wir mal hier gucken, da ist nichts drin. Also ist es der auch nicht. Chemie. Das ist ein falscher LKW. Ne, nee, auch Stückguttransport ist das. Schwerin. Haben wir schon geguckt. Da steht nichts. Und da steht auch nichts. Gut. Das ist es nicht. Der Möbel-LKW bringt auch Stückgut durch die Gegend. Aber hier ist nichts. Auch prima. Und was ist denn die Möbel in Darmstadt? Köln-Waldhafen. Ne, die liegen nur da und von da geht es nicht weiter, glaube ich. Gut. Das Schiff liegt da wahrscheinlich ewig. Und... Köln-Waldhafen ist hier. So, das würde jetzt bedeuten, wir müssen von da bis nach... Wo ist jetzt das bitteschön? Da einen LKW schicken, ne? Gibt es da irgendwo noch ein Depot, was näher ist? Ich glaube, das in Köln ist näher, ne? Da machen wir einen LKW. Da ist ein Stück gut LKW, oder? 26 Paletten und das ist ein Stück gut, okay. 26 und der dahinter ergibt 46. Der hat sogar 40 Paletten Stück gut, das ist ein Auflieger. Aber der hier hat 80 Paletten Stück gut, das ist ja noch größer. Das heißt, wir nehmen den Aufleger. Und der hat 180 PW, fährt 70, der fährt 80. Das heißt, den und wir hängen den da dran. Dann brauchen wir einen Fahrplan. Und zwar von Köln-Waldhafen nach Darmstadt H. Dahin. Köln-Waldhafen kriegt er 100%. Es ist LKW Möbel Darmstadt. Dann fährt er die Strecke doch, oder was? Ja, wenn es die dann schon gibt. Starten wir den erstmal. Und dann müssen wir gerade gucken, was auf der Strecke schon fährt. LKW Möbel Darmstadt. LKW Möbel. LKW Holz Möbel Darmstadt. Da ist er. Vorzugmaschine. 80 Tonnen Gasbetonsteine. Ja, der fährt die schon. Und der ist jetzt leer, weil er da erst hinfährt. Okay, dann passt's, ne? Können wir so lassen erstmal. Ich dachte, das wäre noch im Argen. Dabei ist das Problem wohl schon gelöst. Gut. Okay. Schön, was wir es noch einmal gesehen haben. So.
Dann würde ich mal sagen, es ist erstmal soweit gut. Nächstes Problem ist dieser Bahnhof, der ja hier ein bisschen länger sein könnte. Vor allem, ja, hier ist natürlich nichts angeliefert. Ups, das war ein Klick zu viel. Er wartet ja jetzt hier auf etwas. Und zwar auf Öl. Für die Raffinerie. Und die ist hier. Und die hat reichlich Öl. Das heißt, die erstmal zu. Hier erstmal gucken wir da noch an. Nur ein Güterzug. Alles klar. Das bedeutet doch ganz einfach, dass wir definitiv diese Züge hier alle wegschicken können, ne? Zum Depot. Auch zum Depot. Und selbst der kann zum Depot. Weil definitiv ja der eine Zug da zurzeit erstmal reicht. So, aber den schicken wir definitiv auch noch zum Depot, weil den können wir ja dann länger gestalten auch noch, ne? Na super, der vielleicht nicht zum Depot. Weil der müsste erst leer sein, ne? So, jetzt fährt er erstmal. Na komm, den. Na, nicht den. Den Zug hätte ich gerne. Den verfolgen wir gerade einmal. Lassen schneller laufen. Und jetzt ist er leer und jetzt zum Depot. Gut, angekommen, wie die anderen auch. Einmal langsamer. Die haben alle das Depot erreicht. Das ist doch schon mal schön. Und dann gucken wir mal gerade. Vierer Halt ist das. Wäre natürlich schöner, länger auszubauen, ne? Und das für so. Machen wir doch mal hier. Das weg. Aber dann müssen wir das wieder hinbauen, sehe ich gerade. Aber so. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das müsste ja funktionieren, oder? Bahnsteigchen. 4, 5, 6, 7, 8. Gut. Dann können wir definitiv das andere wegmachen hier. Ne, ich glaube, das war hier. Geht das hier? Geht. Wunderbar. Der Bahnhof ist geblieben und ist jetzt ein Achter. Gut, jetzt gehen wir mal in das Depot rein, wo die Züge eigentlich wahrscheinlich alle hingefahren sind. Da müssten ja jetzt reichlich stehen, ne? Gut. Und dann haben wir vier davon. Ja. Und das ist eine 2200. Dann nehmen wir zwei davon. Die anderen verkaufen wir dann gleich. Und wir haben 16 davon. So viel brauchen wir natürlich nicht. So viel. Und das ist jetzt, was für eine Linie war das? MS Ölland. Ja, auch gut. Jetzt wissen wir gar nicht, welche Linie das war. Irgendwas mit Öl. Ölland, wahrscheinlich das. Fahrplan einmal angucken. Jo, der ist es wohl. Und starten wir den Zug. So, und dann machen wir gerade noch das Verkaufen hier.
Gut, dann sind wir da wieder auf dem Stand. Okay, und dann würde ich noch sagen, machen wir das mal gerade auf, weil ich glaube, sonst ist die ganze Bahnlinie weg. Ach, das war nicht richtig. Na, schöne Bastelei. Oh, jetzt wird es immer schwieriger. Jetzt so rum, auch schön. Herrlich. Vielleicht kriegen wir es noch hin. So. Und dort, ups. Müssen wir das auch noch hinkriegen, oder? So. Jetzt sieht's gut aus. Der passt mit blockiert, weil der wartet auf den. Obwohl das auch wahrscheinlich schon mittlerweile blöd ist, weil wir den eigentlich da auch einen größer machen können dann. Okay, aber das ist die Geschichte fürs nächste Mal, würde ich sagen, ne? Jetzt ist gerade noch der Zug, der hier hin soll, irgendwo. Wo ist der? Haben wir den nicht gestartet? Ist er noch im Depot? Wartet auf freie Strecke. Alles klar. Lass mal gerade schneller laufen, dass der irgendwann da mal rauskommt. Na, da kommt er nicht raus, wa? Welche Strecke sollte der denn fahren? Tja, der kommt da gar nicht raus. Gut, den werden wir uns nächstes Mal angucken. Jetzt machen wir erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid. Dann würde ich sagen, bis dann. Tschüss.